Ja, hallo Leute. Ich wollte mich mal wieder melden. Hatte ja in letzter Zeit oder in den letzten 2, 3 Wochen nicht ganz so viel Zeit. Das letzte Video ist, glaube ich, jetzt vom 6. oder so, weiß ich nicht genau. Einfach auch arbeitsbedingt und ein Projekt muss fertig werden jetzt zum 1. Mai. Und da ist dann einfach wenig Zeit zum Rauchen und auch wenig Zeit zum, schon gar keine Zeit zum Videos drehen. Die bisschen, das bisschen Freizeit, was man dann hat, das möchte man dann halt schon ganz gerne nutzen, um ja, mit der Familie oder zu schlafen oder wie auch immer. Ja, über was will ich heute überhaupt reden? Also ich habe mir mal die Bemerkung vom Dieter Niermann mal ein bisschen zu Herzen genommen und habe mich so ein bisschen mehr den italienischen Pfeifen angenommen. Als eingefleischter Petersen-Fan ist ja Italien dann doch schon eine andere Richtung, weil die Pfeifen sind dort meist etwas ja, filigraner oder nicht ganz so klassisch, wie man es aus der irisch oder englischen Richtung der Shapes kennt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin total begeistert und ich wollte euch einfach mal 3 dieser Pfeifen, die ich mir in letzter Zeit dort besorgt habe, mal zeigen und mal ein bisschen vorstellen. Beginnen möchte ich mit einer Aldo Morelli Infinity. Sie ist schon etwas älter, also da ist ein Stempel 06 drauf. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, da wird mir gesagt, das ist die Jahrespfeife von 2004. Keine Ahnung. Ist mir jetzt primär auch erstmal egal, weil ich finde die Pfeife einfach schön. Sie raucht sich fantastisch und ist nach der Capitello, die ich habe, glaube ich, auch meine zweite italienische Pfeife jetzt gewesen. Ja, ich zeige sie einfach mal kurz. Das ist das gute Stück. Ja, sie ist rustiziert oder sandgestrahlt. Und wie gesagt, sie raucht sich fantastisch. Hat hier diesen Stempel von Aldo Morelli drauf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Hat diesen achtfach facettierten Kopf, den ich sehr gut finde. Da passt auch ein bisschen was rein. Also ist, naja, ist ein bisschen, die Bohrung ist etwas schlanker, aber halt doch recht tief. Es geht schon ganz gut. Also ich nutze sie, ich rauche in ihr den Navy Flake von Samuel Gavitt und es raucht sich fantastisch. Also überhaupt keine Probleme. Ich finde auch diese Aluringe hier gut. Das ist eine 9 mm Filterpfeife. Hier zu sehen. Und ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung oder habe jetzt durch Aldo Morelli halt festgestellt, dass bei diesen italienischen Pfeifen oder bei ihm zumindest gute oder sehr gute Verarbeitungsqualität nicht unbedingt teuer sein muss. Also ich fand's oder finde es sehr schön. Oder finde sie auch ja, vom Shape, vom Aussehen sehr ansprechend. Und das für den Preis ist völlig okay. Also das ist. Mir gefällt sie einfach. Und wie gesagt, sie raucht sich sehr gut. Ist für meiner einer, der die Pfeifen ganz gerne in den Mund klemmt, auch optimal. Also wunderschön. Als zweite Italienerin. Ja, sagen wir es ruhig, doch etwas anderen ja, Liga, sag ich mal, kam eine La Nadra zu mir. Ich weiß jetzt nicht, ich bin bei den Italienern total unbewandert, ob dieses Dall'Uovo d'Oro irgendwas nur so ein Zusatzspruch ist von La Nadra oder was auch immer. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist dieses gute Stück. Die ist naturbelassen, also nicht irgendwie gebeizt oder irgendwie sowas. Die habe ich in einem, zu der Pfeife gibt es auch so eine kleine Hintergrundgeschichte. Die habe ich in einem Laden in Berlin entdeckt, schon vor Monaten, und bin immer um diese Pfeife rumgeschlichen wie die Katze um den heißen Brei, weil diese La Nadra ist nicht gerade, also gehört nicht gerade zu den Einsteigermodellen, was die Preisklasse betrifft. Also sie ist graduiert mit diesen 2 Eiern. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Hat auch diesen typischen Entenkopf. So rum.
den typischen Entenkopf von Lanatra hier oben drauf. Ihr seht, sie ist noch nicht geraucht, weil ich konnte mich bisher einfach nicht entscheiden, was für ein Tabak ich in ihr rauchen werde. Ja, ich bin um diese Pfeife mal rumgeschlichen, wie Katze um heißen Brei, und konnte mich nicht so entscheiden, weil der Preis, der war für, auch für meine Verhältnisse schon, naja, doch nicht gerade preiswert. Also nicht so eine Pfeife, wo man nicht lange überlegt, so komm, ich nehme dich jetzt mit und rauch dich einfach, sondern das ist halt schon eine Anschaffung, zu gut Deutsch. Ja, und jetzt, letzte Woche war ich halt wieder in dem Laden und hatte auch noch eine andere Pfeife im Auge oder aus einer Serie, zu der komme ich auch nachher noch. Und jedenfalls kam dann der Eigentümer oder Chef des Ladens auf mich zu und meinte, na gut, wir können ja reden. So, und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie dann mitgenommen, also beide, und bin einfach total begeistert. Was ich zu dieser Lanatra noch sagen möchte, sie hat ein weiß ich nicht, was es ist. Also die Form des Schaftes finde ich einfach genial, weil er ist nicht rund, er ist nicht eckig, er ist einfach so zwischendrin. Und das ist einfach wunderschön. Und sie ist federleicht. Also sie ist, keine Ahnung, also extrem leicht. Ich habe jetzt keine Briefware hier, um das mal auszuwiegen, so wie der Franz oder so. In ihr passt wirklich eine ganze Menge rein. Also ich kann hier den Finger noch hin und her wackeln, komme dort fast mit dem Daumen rein. Also das ist schon ein ganz schöner Kamin. Also da kann man schon die ein oder andere Schippe Tabak reintun und sich dort eine Weile dran vergnügen. Mir hat sie gefallen. Ich fand sie gut, sowohl vom Shape her als auch vom Grain. Nun bin ich ja nicht so der Grain-Fetischist. Also von mir ist... Mich stört es nicht, ob da so Mixed Grain ist, ob da Bird's Eye so zwischendrin herumgeistern oder wie auch immer. Mir muss eine Pfeife in erster Linie vom Shape her gefallen. Und ja, und wenn dann noch die Raucheigenschaften passen, ist es okay. Deswegen habe ich auch so viele rustizierte Pfeifen oder sandgestrahlte Pfeifen. Erstmal finde ich das da nicht so dramatisch, wenn ich eine Pfeife auch unterwegs rauche, im Auto oder so, und ich die dann irgendwo ablege. Wenn da mal irgendwo eine kleine Ecke, weil sie in der Tasche mit dem Pfeifenbesteck in Berührung kommt oder zwei Pfeifen aneinander liegen oder so. Bei den glatten Pfeifen fällt es doch eher auf. Also da ärgert es mich dann wieder, wenn da ein Kratzer drin ist oder irgendwie sowas. Bei den rustizierten, sandgestrahlten ist das nicht so dramatisch. Gut, kommen wir zur nächsten Pfeife. Und die hat für mich sogar einen besonderen Stellenwert. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe die ganze Zeit immer einen riesen Bogen um dieses Poker-Shape gemacht oder Sherrywood. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Erschließt sich mir nicht. Kann ich nicht mal irgendwie erklären oder irgendwie sowas. Dummheit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist egal. Ich habe mir jetzt eine Poker geholt. Ich dachte mir, ich besorge mir jetzt mal eine. angeregt auch durch das Video von dem Wolfgang. Glaube ich, war das. Also Wogi. Und habe mir jetzt eine Poker besorgt. Auch wieder eine Italienerin, eine Mastro Beraldi. Und zwar jene hier. Ja, also, sie gefällt mir auch sehr gut. Hat so nicht ganz so diesen geraden Körper, sondern ist so leicht konisch. Sie hat so ihre Ecken und Kanten, weil man merkt, wenn man sie anfasst hier an der Seite, das ist alles, also scheint nicht von einer Drechselbank zu stammen. Steht ja auch drauf, Handmade in Italy. Ich habe sie schon geraucht, sie raucht sich fantastisch. Ich fand auch diese Zattelmundstück hier sehr ansprechend. Anyway, was mich halt an diesem Pokerformat oder an dieser Größe, die ist ja nun doch schon, wenn ich den Finger daneben halte, ist sie ja doch schon relativ groß, hat auch ein relativ vernünftiges, also gut mittleres Füllvolumen. Was ich an diesem Shape so genial finde, ich bin ja nur einer, der viel am Computer sitzt und auch am Computer arbeitet, also programmiert. Und mich hat es bisher immer gestört bei vielen Pfeifen, gerade bei den Bands oder Full Bands oder überhaupt gebogenen Formaten und auch bei den Geraden, dass ich oftmals Asche auf dem Tisch oder auf der Tastatur hatte, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich halt oft so da sitze. Ja. Und dann halt, während ich die Pfeife im Mund habe, tippe. Und dann atme ich halt auch durch die Nase. So, und beim Ausatmen aus der Nase
Zack, geht ein bisschen Wind in den Pfeifenkopf mit rein. Und schön, in schöner Gleichmäßigkeit hat man die graue oder wie auch immer gefärbte Asche dann halt schön auf seinen entweder Klamotten oder auf dem Tisch oder auf der Tastatur verteilt. Und das hat mich irgendwo genervt. Und mit diesem Poker-Shape, mit der Höhe zumindest, passiert mir das nicht. Ja, weil die Öffnung vom Kopf liegt über meinem, ja, Nasengebläse, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und somit habe ich die Probleme nicht und sie ist für mich damit die ideale am Computer Sitz- und Arbeits- und nebenbei Rauchpfeife. Also genial. Das wird dann definitiv wohl nicht meine letzte Poker sein. Was ich an dieser Pfeife halt auch sehr gut finde, das ist einfach auch so ein persönliches Ding von mir. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, man sieht diese kleinen Fehler. Ja, hier unten am Holm war auch irgendwo was. Kleiner Moment, da. Da oben ist es. So, und was ich halt gut finde und was mich persönlich fasziniert, dass dieser Pfeifenmacher, dieser Mastro Beraldi, den Mut hat oder auch die Huspe, einfach diese Fehler am Holz zu lassen und nicht zuzukitten. Also erstmal sind sie nicht sehr groß und zweitens bin ich der Meinung, Holz ist ein Naturprodukt. Holz ist nicht perfekt. Wir reden ja hier nicht über Stahl, welcher gegossen wird oder über Steine, die irgendwie geformt werden oder so. Also jetzt nicht Naturstein, sondern halt irgendwelche Terrazzo-Platten oder sowas. Da dürfen Fehler drin sein, da dürfen Fehler enthalten sein. Das ist normal, das gehört dazu. Entschuldigung. Und ja, die gehören einfach dazu. Fertig. Also mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Ich finde es gut, dass er es so gemacht hat, weil so hat jede Pfeife auch ihr eigenes Gesicht, weil davon, wenn man zwei Stück davon hat, werden sie nicht an derselben Stelle wie die Einschlüsse gehabt haben. Also sind es in dem Sinne dann schon wieder fast Unikate, kann man das so sagen. Finde ich gut. So, fertig. Als letztes möchte ich mich noch ein bisschen zu einer Pfeife komme ich noch. Und zwar ist das, wie soll es anders sein, eine Petersen. Ich habe mir die erste aus der Eisberg-Serie zugelegt, hatte sie auch oft und lange in der Hand in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar ist das das Modell Stern. Also es ist eine klassische Pott. Ja, nicht ganz klein, also da passt schon ein bisschen rein. Habe mich für die sandgestrahlte schwarze Version entschieden, aus vorhin genannten Gründen, weil die glatten gefallen mir halt nicht immer und ich habe halt eine Pott gesucht mit schöner, dicker Wandung, wo auch ein kleines Pfund Flake reinpasst, also die nicht heiß wird oder so, wo man halt mal meinen geliebten ODF oder den Irish Flake drin rauchen kann, ja, wo man einfach ein bisschen mehr von hat. Ich finde diese Eisberg-Serie ganz interessant, weil erstmal sind das so, ich halte mal so davor, da ist halt vorne so auf diesem Silberband die Titanic abgebildet. Es sind halt so klassische Petersen-Shapes, die dort verwendet werden, nur halt teilweise etwas größer, weil dieser, ich habe sie jetzt gar nicht hier, doch hier, das ist so diese typische, welches Shape ist das? Das ist diese 606, das ist so dieser klassische Pott von Petersen. Und die ist halt ein bisschen größer, also auch die Wandung etwas dicker und das finde ich gut. Also das, ja, habe ich halt gesucht, einen etwas größeren Pott, den ich schön mit Flakes befüllen kann und dann dementsprechend auch meinen Spaß dran habe. Gut, jetzt waren wir schon beim Thema Flakes. Ich möchte mich noch kurz ein bisschen zu zwei Tabaken auslassen, die ich in letzter Zeit probiert habe, liebgewonnen habe und auch nicht mehr missen möchte. Fangen wir mal mit dem helleren an. Das ist der Brown Number 4 von Samuel Gavitz. Feinest Candle Twist. Feinest, ja, das kann ich unterschreiben. Er hat wirklich sehr schöne Aromen, wenn man dann dazu in der Lage ist, sie zu erschmecken. Dass es ein Candle Twist ist, lässt sich auch nicht von der Hand weisen, weil dieser Pfeifentabak hat es in sich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich ihn, ich wollte ihn mal zeigen. Das sind dann halt also so eine, ich weiß nicht, mich hat es im ersten Moment so an Kautabak erinnert, wie man sie von früher kennt.
Ist es aber sehr wohl ein Pfeifentabak. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass diese Tabake an manch einer auch als Kautabake benutzt. Also keine Ahnung, ich werde sie definitiv nicht durchkauen. Für mich sind das Pfeifentabake. Dieser Tabak riecht intensiv, also wirklich ledrig. Da ist Würze, also ein bisschen so kann man. Ich weiß nicht, so ein bisschen so diese Maggi-Brühwürfel, so eine Art Würze, so eine intensive Würze und Leder, Erde, also kräftige Aromen, definitiv. Er schmeckt beim Rauchen nicht so, wie er riecht, definitiv nicht. Das ist ja bei den ganzen Twists von Samuel Garrett so, also zumindest bei den nicht aromatisierten. Er ist sehr kräftig, er ist sehr, sehr kräftig. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Messlatte hätte, würde ich sagen, den Eil schlägt, siedeln wir mal bei 10 an. Ja, jetzt mal so rein hypothetisch, dann hat dieser Brown Number 4 eine 15. Also er ist wirklich, so meine ersten Eindrücke, ziemlich fordernd. Also es ist definitiv kein Tabak für die Morgenstunden, für den Vormittag, schon gar nicht für einen nüchternen Magen, sondern er ist wirklich einer für die spätere Zeit und ja. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe halt ein bisschen rumprobiert und lasst diesen Tabak, er kommt relativ feucht aus der Dose. Ich habe also zwei Sachen. Ich habe ihn aus der Dose rausgenommen und habe ihn halt in eins dieser Aufbewahrungsgläser hineingetan, damit er dort ein bisschen mehr Luft hat. Das tut dem Tabak gut. Erstmal, wie gesagt, egalisiert sich die Feuchtigkeit dadurch ein klein wenig. Und zum Zweiten, er riecht dann auch nicht mehr ganz so intensiv. Das ist der zweite Part dabei. Und irgendwie, weiß ich nicht, akklimatisiert er sich dann oder was auch immer da stattfindet. Ich bin kein Biochemiker. Aber er wird vom Gesamteindruck so vor dem Rauchen etwas sanfter. Also lasse ich diesen Tabak, oder ich habe, was ich sagen wollte, rumexperimentiert, habe den Tabak klein geschnitten in kleine Medaillons, habe ihn aufgerubbelt, habe ihn liegen lassen, habe ihn ein bisschen antrocknen lassen, habe ihn dann geraucht, habe ihn so wie er ist geraucht, also sprich in Medaillons gepackt, ein bisschen aufgerubbelt, also ich rubbel diese Tabak auf, aufgerubbelt, in die Pfeife getan und so feucht geraucht, wie er aus dem Glas kommt. Und ich muss sagen, die zweite Variante ist für mich eindeutig die bessere, weil bei der ersten, er wird bissig. Er wird dann richtig, richtig zickig. Also dann einmal zu heftig dran gezogen und man hat das Gefühl, weiß ich nicht, man hat sich Salzsäure in den Mund gekippt und fährt ein bisschen Achterbahn. Bei dem etwas feuchter Rauchen, gut, okay, dann passiert es unter Umständen, dass sich etwas Kondensat bildet. Aber er ist dann angenehmer. Also ist dann nicht ganz so wild. Schmecken tut er, ja, also sind ja Pure Virginias, also keine groß, also eher die beiden Tabake sind Virginias. Er ist sehr intensiv vom Geschmack, also man kann, also ich vergleiche ihn gerne mit dem Full Virginia Flake von Samuel Gabbis, nur eine Nummer, also nur von allem etwas mehr, ja, Entschuldigung, kann man mal. Von allem etwas mehr, ein bisschen kräftiger. Im Geschmack. Und ansonsten, wie gesagt, wer sich das zutraut, wer gerne kräftige Tabak raucht, sollte ihn einfach mal probieren. Aber wie gesagt, die Messlatte von der Stärke her ist sehr hoch angesiedelt bei diesem Tabak. Also er ist so der kräftigste, den ich bisher überhaupt hatte. Dann kommen wir zum zweiten. Das ist der Black XX, auch von Samuel Garrett. Zu dem Black XX, Black XX, oh Gott, wie. Naja. Das ist der kleine Bruder, sage ich jetzt mal. Vom Brown Number 4. Warum? Ich nehme mal stark an, durch diese Zubereitung 24 Stunden Backens im Ofen werden Nikotin und Teer abgebaut in diesem Tabak. Vorher wird er auch noch in Öl eingelegt. Deswegen hat er auch diese Farbe, die er dann hat. Also das Black ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern und die dunkle das Etikett auf der Dose, sondern er ist wirklich sehr dunkel. Ja, auch so ein bisschen ölig. Er riecht auch. Also wenn man ihn frisch aus der Dose nimmt, dann
dann ist es ein Geruch wie, ja, also sehr gewöhnungsbedürftig. Also es riecht wirklich schon so ein bisschen mein erster Gedanke war halt so, wow, Omas Blutwurst aus der Räucherkammer, frisch, so in der Art. Also der Tabak schmeckt aber nicht so, bei weitem nicht. So, und bei ihm mache ich genau dasselbe wie bei dem Brown Number 4. Ich nehme ihn raus aus der Dose, packe ihn in dieses Glas und lasse ihn dort liegen. Und auch das tut dem Tabak gut, weil nach gut einer Woche riecht er bei weitem nicht mehr so intensiv, sondern man riecht Tabak. Gepaart mit diesem leicht öligen Unterton. Und natürlich, genauso wie beim Brown, ich bin auch der Meinung, oder ich vermute mal ganz stark, dass der Black XX und der Brown Number 4, das sind dieselben Tabake, das sind dieselben Twists, die dort fabriziert werden. Mit dem Unterschied, dass dieser hier halt noch diese 12 Stunden in Öl eingelagert oder gelegt wird und dann 24 Stunden im Ofen gebacken wird. Weil sie riechen, wenn man sie dann aus den Dosen rausgenommen hat, nach einer Weile in den Gläsern relativ ähnlich oder sehr ähnlich. Schmecken dann auch sehr ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass dieser Black XX, der hat halt noch so einen durch das Öl hervorgerufenen ja, Beigeschmack, der so ein bisschen leicht metallisch, aber auch sehr würzig ist. Also irgendwie, aber diese metallische, keine Ahnung, ich muss da mal probieren. Ich habe bei dem Black XX genau dieselben Verfahren angewendet wie beim Brown Number 4. Also sprich, habe ihn trocknen lassen, habe ihn nicht getrocknet, wie auch immer. Auch hier, die nicht getrocknete Variante schmeckt mir wesentlich besser. Er ist dann etwas sanfter und bekömmlicher, vor allem auch für die Zunge. Stark ist er auch, aber bei weitem nicht so heftig wie der Brown Number 4. Also das ist definitiv, wie gesagt, ich vermute mal, durch die Behandlung im Ofen wird dort einiges abgebaut. Und er wird dadurch einfach mal auch von der Stärke her bekömmlicher. Ja, gut, das war's von mir heute. Ist ja doch etwas länger geworden. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche allen eine frohe Ostern. Ja, ruht euch gut aus, erholt euch, macht das, was ihr wollt, fahrt in den Urlaub. Viele haben ja auch noch, sind ja auch Ferien mit den Kindern, dass man dann noch ein bisschen in den Urlaub fährt. Und ansonsten habt einfach ein paar schöne Tage. Das war's von mir. Alles klar. Tschüss.